So, Seven Nation Army, heute in How to Zürich. Wer noch nicht hat, bitte gerne Kanal abonnieren, Like da lassen. Wir starten los. So, Seven Nation Army, grundsätzlich kann man sagen, drei Akkorde zum Finden und den Rest basteln wir uns selber dazu. Geil, wenn man schafft, im Bass unisono dazu mitspielen, dazu später noch mehr sozusagen. Ja. Wir suchen uns jetzt mal die ersten, diese drei Akkorde zusammen. Ja. So. 1, 2, 3, zweite Reihe und da und die zwei und da auf, unten, A dazu, A-Moll, auf Druck. So, jetzt müssen wir F durchsuchen, das heißt, wir nehmen die zwei, zack, rutschen da eins runter, von da, jawohl, F dazu, unten im Bass, ja, kann man schon erahnen, wie es weitergeht. Und jetzt brauchen wir da, wo sind wir da? E-Moll. Da unten. 1, 2, 3, wieder 2 und den auf. Ja? Also haben wir. Ja? Also wenn man den hat, zack, am besten aufrutschen. Ja, genau. Und den ab eigentlich gerade ab. Ja? Mit E unten im Bass. Ja? Jetzt kann man schon anfangen, bis sie die Hook drüber machen. Ja? Also entweder man macht. Hupft da ganz mit. Das heißt, ich nehme den und gehe dann auf die zwei mit dem obi. Oder mach nur mit dem kleinen Finger. Also, ich hupf gern ganz mit. Ja. Man kann unten das C auch gleich mitmachen. Weißt du, es geht A, C, A eigentlich. Ja, das war der erste Twist in der ganzen Geschichte. Ja. Und jetzt muss ich einfach nur Ringfinger, vierter Finger. Ja, da oben. Und da nehmen wir ein G mit. Ja. Natürlich kann man es ohne Bass auch einfach nur probieren. Man muss nicht im Bass gleich mitspielen. Aber wer es im Hirn hat, hat es auch in die Finger, sozusagen. Ne? So. So, unser F-Dur, da unten, was wir vorher eh schon gehabt haben. Und unser E haben wir schon. Ja. Also wir füllen das einfach nur auf mit. Ja. Ja, und beim zweiten Mal gehen wir gleiches, nur da müssen wir, da nehmen wir uns den kleinen Finger da unten und gehen da mit dem E mit. Da sind wir, nicht mit dem E, Entschuldigung, ja. Mit dem G. Ja, da. Und wieder zurück zum E. Da sind wir mit. Ja. Ja. Wenn man Luft braucht, könnte man das E eigentlich auch so spielen. Ja. Ja. Also man kennt ja eigentlich. Und dann geh zum Luftholen daher. Ja. Ja, also entweder alleine Hooklein üben rechts, ihr habt es im Bass da, man sieht eigentlich alles, dazu ist alles gesagt. Ja. Macht Spaß. Ah. Ja, aber das G mit dem E immer noch verwechselt. Ja, wer will, kann natürlich auch auf Polka machen. Ne? Da wechseln wir wirklich in die drei Akkorde, die wir am Anfang besprochen haben. Nicht? F und E. Braucht halt auch E-Bass, E-Moll in die Bässe. Ja. Ja. Also. Ja, so ungefähr. Ich bin nicht so der Polka-Wechselbass-Spieler. Ja. Ich bin eher der Unisono-Typ. Alles klar, das war's von How to Zürich. Wir sehen Sie beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.